sehen, grundsätzlich, dann finde ich die ganz cool. So, da hinten ist jetzt nur ein Punkt. Und ich hoffe, dieser Punkt ist jetzt wirklich ein Lieber, der sich noch zurückgezogen hat. Der Priester, dem wir da unten in diesem Turm begegnet sind. Und nicht noch ein Schattenpriester oder sowas. Aber ich speichere jetzt einfach mal. Spielstand speichern, Kloster, ja, beschreiben. Spielstand erfolgreich erstellt, das ist schön. Und was handelt es? Ja, ja, Ende. Ende mit Kämpfen. Der Auserwählte. Was ist das für ein Loch? Ist Xesha da unten? Der Gang führt zum Versteck der letzten lebenden Anosiri. Xesha wusste, dass wir Selena versteckt halten. Sie hat unsere Schüler ermordet, als Strafe. Wir werden mit der Schuld leben müssen. Wenn jemand schuldig ist, dann Xesha. Ist sie da unten? Ja. Der eine Kopf frisst den anderen. Xesha hätte nie erwachen dürfen. Das Gleichgewicht ist verloren. Dann werde ich es durch Xeshas Tod wiederherstellen. Aus dem Weg! Ansage, Ansage, und ich habe 1000 Erfahrungen erhalten. Was? Wie was, Alter? Hier geht's runter durch dieses Loch. Jo, wahrscheinlich. Spielstand erfolgreich erstellt. Okay, das ist super. Nein, das ist nicht das. Ach doch, das ist das Loch. Okay, dann geht's jetzt runter in die Höhle. Und ich bin gespannt. Ja, hier werden erstmal noch ganz viele andere Gegner kommen. Bevor ich wirklich so Xesha durchdringen werde. Das ist eh klar. Aber ich hoffe, das dauert jetzt nicht zu lange. Weil das Spiel ist ja wirklich jetzt schon dem Ende nah. Und das habe ich schon mal öfters gesagt. Aber dann kommt immer noch neue Missionen hinzu. Das Spiel ist schon cool. So. Und hier unten ist noch ein Priester aus Obsidian. Tot. So. Scheiß Schale, Alter. Ich komme schon aus der Schale raus. Ja, ein bisschen verbuggt ist dieses Spiel. Habt ihr ja schon mal gesehen. Das ist problematisch manchmal, aber das passt schon. Na, da gehe ich jetzt nicht lang. Daraus wird, glaube ich, nichts. Und ja, man sieht, dieser Weg, der schlängelt sich noch ein bisschen. Wahrscheinlich begegne ich sie am Ende in einem großen, epischen Raum einfach nur. Um einen letzten epischen großen Kampf mit ihr zu vollbringen. Darauf freue ich mich. Und noch ein kleiner Obsidian-Gegner. Aber dieser Tunnel führt weiter, immer näher hinein. Und am Ende haben wir eine... gehen wir immer weiter tief noch in die Spannung rein. Am Ende haben wir einfach einen epischen Kampf. Und den erwarte ich jetzt einfach nur. Weil ich denke, das wird einfach cool werden. Einen Endboss nochmal zu haben. Das gerade eben war ja schon richtig endbosshaftig, diese ganz vielen starken Gegner auf einmal. Deshalb denke ich jetzt, dass dieser Gegner nochmal alles toppen wird. Und darauf bin ich jetzt echt gespannt, wie gut er wirklich ist, wie der meinen Feuerbällen standhält. Weil ich meine, diese Krieger bräuchte ich jetzt eigentlich gar nicht jetzt anzugreifen. Die sterben jetzt auch alleine so im Feuer. Siehste. Ah, jetzt geht es nochmal ganz schnell runter. Und ich sehe da hinten schon den Punkt in einem großen Raum. Wie ich es euch angekündigt habe. Es sieht auch schon episch aus. Hinten sind irgendwelche Treppen. Ich speichere nochmal und dann würde ich sagen, betreten wir die Arena. Der Kampf möge beginnen. Ah, na, Zwischensequenz. Ja, ich. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich mich freue, dir endlich zum letzten Mal zu begegnen. Du bist zäh, wie eine Scherbe. Knallmörder. Schöne Finger. Ja, nö. Ich bin fürs Zertreten. What the fuck geht mit dir schief? Eins. What the fuck geht mit dir schief? What the fuck geht mit dir schief? What the fuck geht mit dir schief? Okay, 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 bei dir geht einiges schief. Du bist jetzt ein Gegner der Art, wo ich dann nur denke, what the fuck, hier komme ich nicht lang. Okay, wo ich denke, läuft bei dir, Bruder, läuft bei dir stabil. Okay, das Ganze ist relativ cool gemacht. Man muss immer ausweichen, abwechseln und kämpfen.
Dadurch ist es sozusagen sein eigener Kampf noch. Oh, die greift mich an. Scheiße. Aber da hinten kann ich sie doch treffen, oder? Okay, ich sollte einen Heiltrank nehmen. Und jetzt draufhauen, komm schon. Oh, oh, nicht mit Magie, nicht mit Magie. Scheiße, komm schon. Nimm dein Schwert und kämpfe. Okay, sie ist... Oh, das ist doch nicht dein Schwert. Ist das jetzt eigentlich dein Ernst? What the fuck? Jetzt komm schon, Leute. Ich möchte gegen dich kämpfen und nicht gegen irgendwelche Sachen, die du hier beschwörst. Leute, ist das dein Ernst? Alter! Hör auf mit deinem Feuerball und so ein Scheiß. Ich verrecke gleich. Yo, läuft bei dir. Läuft bei dir so übelst nicht. Ich kann mich ja nicht mal zurückziehen. Eins, zwei, drei, komm schon. Okay, zurück. Auf Seite, auf Seite, auf Seite. Hallo, warum läufst du nicht? Lauf doch. Okay, du bist jetzt mein Nahkampfgegner, um den ich mich jetzt erstmal kümmern werde. Jo, wahrscheinlich. Hey, du bist hier wieder unten. Ah, scheiße. Dabei muss ich immer ausweichen. Muss ich mir jetzt echt merken. Jo, beide zusammen. Genial, genial. Oh, oh, oh. Nicht da reinlaufen. Okay, bin ich hier hinter eigentlich sicher? Ja, hier. Oh, dieses scheiß Dorn hier auf dem Boden. Die nervt ein bisschen. Jo, flieg selber durch. Wahrscheinlich. Okay. Ja, du kriegst Schmerzen. Ich merk's gerade bei dir. Okay, okay. Trotzdem sollte ich mich mal heilen. Ja, hier hinter stehe ich immer noch sicher. Tja, da habe ich mit dir gerechnet. Da bin ich dir ausgewichen. Okay, du bist wieder weg. Wo bist du? Wahrscheinlich kommen jetzt erstmal nochmal andere Gegner. Oder Halbzeit oder sowas ist jetzt. Jo, ich sag's doch. Okay. Andere Gegner. Halbzeit jetzt, andere Gegner. Okay. Gehen wir hier hoch. Eins, zwei, drei, komm schon, überladen! Jetzt auf den Diener. Auf den verkackten Diener drauf. So. Komm, geh weg mit deinem Schwert, du Lappen. Okay. Essbares. Ich muss jetzt irgendwas essen. Große Geschwindigkeit. Ne, die kann ich nur außerhalb des Tranks verwenden. Ausdauertrank, grasener Tod. Heiltränke will ich jetzt nicht verwenden. Was kann das? Elixier des Heldenmuts. Das klingt verdammt mal gut. Und das ist scheiße. Ich muss doch einen Trank nehmen. Und ich habe nur noch einen Trank. Ich habe nur noch einen kleinen verkackten Trank. So. Ich muss jetzt wirklich noch irgendwas Essbares zu mir nehmen können. Heldenmutter, komm. Packen wir die 4 raus. Ich will einen Heldenmutter haben. Trank des Oberns. Ausdauerregeneration, das bringt mir nicht. Ich brauche irgendwas mit Leben. Wirbel in Hand. 7 Wände. Lebensenergie, komm. Ess den Käse. Ess verdammt nochmal Käse. Geil! Das klappt auch noch. So. Okay, sie ist weg. Okay, ich muss jetzt doch ein bisschen in Deckung gehen. 1, 2, 3, so. Jetzt komm schon. Ich krieg dich down, Mann. Okay, das ist echt ein Gegner, mit dem man nicht spaßen sollte. Echt ein sehr, sehr zerrer Gegner. Ah, okay, und ich lauf wieder rein. Da bist du, komm schon. Komm schon. Ja, war klar, aber ist mir egal. Ich tank dich jetzt einfach weg. Jo, wahrscheinlich. Komm schon. Kommst du wieder runter?
Ja, nee, nicht schon wieder, Leute. Ich will nicht gegen deine scheiß Wächter kämpfen. Oder nicht gegen deinen Golem. Geh sterben. Wings sind jetzt nicht so stark. Hätte sie sich echt mehr Mühe geben können. Irgendwie so ein Feuergolem oder sowas. Ha, bei denen hätte ich dann wirklich komplett verkackt. Okay, jetzt muss ich doch mal ein bisschen auf Seite. Nur mal ganz kurz. Was habe ich nochmal? Käse hatte ich. So, was Käse nehmen. So, jetzt nur noch du hier. Während der Schmelze. Ey, ist es denn ernst während der Schmelze? Gut, danke. So, hier bist du. Komm. Jetzt kriege ich dich down. Ich krieg dich jetzt down. Scheiße, Alter. Ist es dein Ernst? Es kommt noch am Ende, regenerierst du nochmal was an deinem Leben oder sowas. Das wäre echt das Geilste, was du je hätte machen könntest. Scheiße, da bist du. Egal, du brennst jetzt. Du brennst. Und ich nehme meinen letzten Heiltrank. Okay, ich habe keinen Heiltrank mehr. Aber ich habe noch andere Tränke. Weil du da bist, nutze ich die. Aber bitte komm zuerst. 1, 2, 3, jetzt. Trifft dich das überhaupt? Macht dir das eigentlich irgendwas? Okay, 4, Heldenmut. Komm, Trank des Heldenmutes. Scheiße, komm schon. Okay, jetzt muss ich auf jeden Fall was nehmen. Käse. Ich kann gar keinen Käse nehmen, die Situation. Scheiße. Okay, essbares Käse. Komm schon! Okay, komm doch einfach wieder runter, du. Wahrscheinlich kommen jetzt erstmal wieder ganz viele Gegner. Jo, habe ich doch gesagt. Von hinten mir wahrscheinlich wieder der Golem. Leute, ich habe bald keine Tränke mehr und ich verrecke gerade sowas von. 1, 2, 3, überladen. Zack. Oh, jetzt geh einfach verrecken. Geh verrecken, du Scheiß-Golem. So. Okay, der Golem ist tot. Okay. Jetzt gehst du erstmal verrecken. Okay, 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 okay. 3. Du kommst jetzt eh runter, das weiß ich. Da! Komm jetzt! Geh sterben! Das haben mir nur 160 Erfahrung gebracht, Leute. Bist du wieder mal geil. Geil. Die Prophezeiung der Göttin hat sich erfüllt. Das ist das Zeichen. Lasst uns mit dem Ritual beginnen. Was meinst du, Torus? Das ist unsere Chance, den Eroberer zu vernichten. Lass sie uns ergreifen. So Leute, das war's jetzt. Wir haben das Spiel jetzt komplett durch. Das Ende war richtig krass, ein richtiger schöner Endgegner und am Ende nochmal der Abspann. Richtig schön, wir haben es toll hinbekommen.
das war's jetzt mit Arcania Gothic 4. Wir haben das Spiel durch. Mal gucken, was als nächstes kommt, welches Let's Play wir daran anschließen werden. Ob es nochmal eins meiner Gothic-Reihe ist oder was anderes. Auf jeden Fall wird es, glaube ich, ein Rollenspiel sein. Mal abwarten. Es kommen jetzt auch einige gute Spiele raus und dann freue ich mich, euch wiederzusehen. Und bis dahin, tschüss, bis zum nächsten Mal.